haben zwei Spielerinnen des SFN Vechta, der ersten Frauenmannschaft hier, tragende Säulen dieser Mannschaft. Und Anlass ist, dass wir uns unterhalten wollen über von außen betrachtet durchaus als Überraschungsmannschaft zu nennende SFNer. Denn fünfter Platz ist eine Hausnummer. Und ich denke, da muss man als erstes mal vielleicht mal was zu sagen. Woher kommt das? Was sind so die positiven Aspekte? Und was könnte man noch besser machen und so weiter? Soll ich anfangen? Also ich glaube, dass es auch für uns eine ziemliche Überraschung ist, dass wir jetzt dort stehen. Insbesondere jetzt für mich persönlich auch, da ich ja vor 2 Jahren die gleiche Situation hatte und das Ganze nicht so wunderbar gelaufen ist. Also ich glaube, wir können stolz sein auf das, was wir bisher erreicht haben. Und das ist sicherlich ein Grund dafür, ist sicherlich das gute Team, was wir haben. Also alle ergänzen sich sehr gut. Wir haben viele junge Spieler, etwas ältere Spieler. Und es passt halt einfach. Und von daher denke ich, ist das ganz gut. Also ich glaube, Vivi hat da schon ganz recht. Unsere Deckungsarbeit ist natürlich ganz gut. Und doch, wir haben ein gutes Team. Überraschungsmannschaft, hat geklappt. Deckung ist okay, stimmt. Das ist sehr auffällig in manchen Spielen. Aber in manchen Spielen sind die Einbrüche, ich nenne sie mal so, frappierend. Also mit 18 Toren verlieren, beziehungsweise mit 12 Toren verlieren und das zu Hause, ist auffällig. Woran liegt's? Woran das liegt, ja, das wissen wir, glaube ich, auch ganz gerne. Also ich kann es mir irgendwie nicht erklären, warum wir zu Hause immer so Fehler in der Abwehr machen und ich weiß es nicht. Ja, schwer zu sagen. Also sonst war es, ist irgendwie anders als die sonstigen Saisons, die wir so gespielt haben. Sonst war immer, Heimspiel war immer so eine Stärke und im Moment ist es so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob wir zu nervös sind oder ob wir uns zu sehr unter Druck setzen. Schwer zu sagen. Also so eine richtige Antwort habe ich da bisher auch noch nicht gefunden und keine Ahnung. Wir gucken irgendwie von Heimspiel zu Heimspiel und denken so, jetzt platzt der Knoten, aber irgendwie ist das noch nicht so. Okay, das kann sich ja entwickeln. Aber 18 Tore sind doch eine Hausnummer als Unterschied. Ne? Ich habe mir das Spiel hier angesehen und da haben alle die Flügel hängen lassen nach einer zweiten Halbzeit, als gar nicht nötig war. Ja, da haben einfach alle aufgegeben, schon nach der ersten Halbzeit. Und ich weiß nicht, vielleicht wussten wir am Anfang schon, dass Euthen einfach nicht unsere Klasse ist oder stärker ist als wir. Und da war auch nicht so viel Leidenschaft in dem Spiel oder auch kein Kampf irgendwie. Keine Meinung? Ja, Henstedt ist natürlich auch super. Die spielen schon länger in der dritten Liga. Und ja gut, dass man mit 18 Toren verliert, das muss nicht sein. Nein, sowas kann sein, sowas kann passieren. Aber dahinter steckt also kein systematisches Phänomen, dass man also dann prinzipiell auch, wenn man zurückliegt, die Flügel hängen lässt? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, wir haben schon ein paar Mal auch zurückgelegen und haben auch gezeigt, dass wir uns gut wieder rankämpfen können. Wird natürlich immer schwerer, je größer halt der Abstand ist. Ne? Und also ich glaube schon, dass es einige, zum Beispiel Henstedt oder Euthen, dass es einfach einige Teams dort in der Liga gibt, ja, die wir auch nicht schlagen müssen vielleicht als Aufsteiger. Also ich meine, wir wollen natürlich, wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen und geben da auch alles, aber man muss auch ein bisschen realistisch bleiben, glaube ich. Okay, mal was anderes. Sag mal ein bisschen was zu 86 Toren deiner Mitspielerin. 7,6 Toren pro Spiel, Tina Schwarzer ist die. Ja, also was soll ich da noch zu sagen? Du hast ja schon... Ja, also Tina ist halt unersetzbar natürlich für uns. Also wenn Tina, sag ich mal, ihren Wurf erstmal ordentlich aufs Tor bringt, dann ist das schwer zu halten. Also wir brauchen Tina, um gute Spiele zu machen, um die Spiele auch zu gewinnen, brauchen wir eine gute Leistung von Tina. Und die bringt sie ja zum Glück auch. Eigentlich immer, fast immer. Ja, und ist halt überragend. Also
Zweitbeste Torschützin zur Zeit. Willst du noch weiter nach oben gehen? Die zweitmeisten Tore habe ich ja nur gemacht durch meine 7 Meter und die habe ich ja durch die Mannschaft. Also bin ich ja nicht alleine daran schuld, dass ich da oben stehe. Aber das kann gerne so weitergehen. Nicht so bescheiden. Hat das auch möglicherweise was damit zu tun, dass ihr eine Achse habt mit einer überragenden, im wörtlichen und anderen Sinne, Kreisläuferin, wo die also Mannschaften Deckungsreihen auch bindet, sodass du also doch freiere Bahnen hast? Ich persönlich jetzt? Ja, ich spiele ja... Achso. Durch Mette werden natürlich immer 2 Leute gezogen und da habe ich natürlich mehr Platz und kann auch die Bälle weiter nach außen geben. Da wärst du dann dran. Aber doch, also das mit Mette am Kreis, das ist schon super, ne? So eine große Kreisläuferin, kannst du immer oben anspielen eigentlich. Okay. Ja, sehe ich auch so. Kommen wir mal zur Zukunft. Rückserie. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, eigentlich stelle ich mir das so vor wie in einer Hinrunde. Also, dass wir weiterhin viele Siege einfahren, dass wir versuchen, einige Spiele, die wir jetzt, sage ich mal, in einigen Situationen so hoch verloren haben, vielleicht doch nochmal anzugreifen. Aber letztendlich eigentlich genauso wie die Hinrunde auch. Also ich denke, wir können echt zufrieden sein mit dem, was wir bisher erreicht haben. Und wenn das so in der Rückrunde weitergeht, denke ich, ist gut. Wie realistisch ist diese Perspektive, dass es so weitergeht? Ich glaube, jetzt in der Hinrunde wird es schwieriger. Also die Mannschaften kennen uns jetzt, die können unsere Videos sehen. Und wenn wir die Heimspiele noch ein bisschen stärker spielen und die Abwehr ein bisschen besser spielen, dann sollte das eigentlich klappen. Also ich glaube, schwerer wird es auf jeden Fall. Ja, und ich denke, da spielt die Deckung eine ganz, ganz wichtige Rolle, um also dann auch die Möglichkeiten eurer schnellen Spielerinnen auch wieder ins Spiel zu bringen. Und so. Dann kann man ja nur hoffen, dass das also vernünftig dann auch so weitergeht. Es gibt noch was Persönliches. Geht's weiter in der nächsten Saison, Tina? Also bei mir geht's weiter hier in Vechta, ja. Mhm. Das ist erstmal sehr gut für SF in Vechta. Stefanie? Ja, bei mir steht noch so ein bisschen Fragezeichen. Also ich weiß es noch nicht genau. Ich muss mir einfach noch ein paar Gedanken machen. Ich bin halt beruflich häufig viel eingespannt und ich weiß nicht, ob man das alles noch handeln kann. Und deswegen denke ich da noch mal drüber nach. Handballerisch müsste das ja kein Problem sein, denn du hast überraschend hier in dieser Liga sehr stark Fuß gefasst. Danke. Handball macht mir halt nach wie vor Spaß. Also es ist nicht so, dass mir Handball irgendwie keinen Spaß mehr macht oder dass ich deswegen aufhören würde. Das überhaupt nicht. Es ist halt nur der zeitliche Aufwand ist natürlich jetzt höher, den man hat als noch vor ein paar Jahren. Und durch den Beruf und so ist das halt auch ein bisschen schwieriger geworden. Aber wir werden sehen. Ich habe mich noch nicht entschieden. So, danke für euch beiden. Alles Gute. Ciao. Danke.